Servus Leute und herzlich willkommen zu unserem ersten Quick-Tipp. Das ist eine neue Kategorie und zwar sind das eben Videos, die schnell zu machen sind und wo man auch nicht viele Zutaten dazu benötigt. Und zwar wird unser erster Quick-Tipp heute ein Sorbet sein. Ist ja jetzt gerade im Sommer sehr schön, wenn man sich auch mal als Nachtisch oder zwischendurch einfach mal ein Eis reinhauen kann, das daneben ja noch wenig Kalorien hat, und deswegen dachte ich, es ist eine gute Idee. Und ja, Zutaten, die wir benötigen, sind einmal 200 ml fettreduzierte Kokosmilch, dann benötigen wir 2 Bananen, die dann schon klein geschnitten sind, und ja, eine Handvoll Sauerkirschen. Die ganzen Zutaten müssen gefroren sein, also am besten schon am Vortag in die Gefriere rein, damit das dann auch alles klappt. Und zur Zubereitung benötigen wir dann einfach nur einen Zerkleinerer, beziehungsweise wer keinen hat, einfach einen Mixer nehmen, aber mit dem Zerkleinerer ist es am einfachsten, am besten. Genau, das war's schon zu den Zutaten, und im nächsten Schritt sehen wir dann die Zubereitung. Bis gleich. Ja, also das erste, was wir machen, ist nun die Kokosmilch mit einem Stößel etwas zerstoßen. So, ich denke, das ist okay so, und dann einfach alles hier rein. Als nächstes die Bananen. Am besten ist wahrscheinlich, ihr nehmt die ganzen Zutaten schon so 5 bis 10 Minuten vorher raus. Lass die etwas auftauen, dann tut sich auch der Zerkleinerer einfacher. Und die Sachen sind nicht ganz so bockelhart. Ich hoffe, das funktioniert jetzt gleich beim ersten Mal. Und anschließend noch so eine Handvoll von den Kirschen. So. Gut voll. Und jetzt zerkleinern wir das Ganze. Ja Leute, hier seht ihr jetzt das fertige Sorbet. Und also was ich zur Zubereitung noch sagen möchte, wenn es bei euch beim Zerkleinerer etwas schwergängig geht, dann nehmt einfach noch eine kleine Menge Wasser hinzu und dann sollte das einfacher gehen. Und ja, ihr müsst ab und zu mal ein bisschen stochern mit dem Stößel, damit die Sachen von oben auch nach unten kommen. Und ja, auf jeden Fall, so sieht das jetzt fertig aus. Ich steche mal rein. Das ist wirklich eine schöne Konsistenz. Und ja, das war's zum Rezept. Also wenn ihr noch ein bisschen variieren wollt, ich denke mal, mit Beerenfrüchte wird das alles funktionieren. Und natürlich könnt ihr auch ein bisschen Eiweißpulver reinhauen, dann habt ihr auch noch eine kleine Ladung Eiweiß im Sorbet drin. Und ja, das war's.